Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Fans, hier beim Whisky-Club. An meiner Seite heute wieder Manuela. Hi, grüß dich. Hi. Schön, dass du dabei bist. Und wie man sieht, haben wir einen super Tropfen am Start. Aber bevor wir zum Whisky kommen, würde ich mal sagen, es stellt sich ja so langsam raus, dass wir jetzt doch regelmäßiger Tastings machen. Und vielleicht interessiert den einen oder anderen Fan, Whisky-Fan, wer du bist, woher du kommst und warum du so einen interessanten, schönen Dialekt hast. Genau, richtig. Hi, ja, ich bin Manuela, wie er schon erwähnt hat. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Schweiz. Der Name ist eher italienisch, aber ich komme aus der Schweiz, in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Und es hat mich vor über 10 Jahren nach Deutschland verschlagen. Okay, okay. Deine Familie kommt aus Süditalien. Süditalien. Genau. Kalabrien. Genau, richtig. Ja, ne? Genau. Wer schon mal da war, zauberhafte Gegend offensichtlich. Ich war selber noch nie da. Doch, wunderschön. Auf jeden Fall. Also mein Akzent ist tatsächlich ein Mix zwischen Schweizerdeutsch, versuchen Hochdeutsch zu reden, was ich nicht hinkriege. Aber ja, das ist okay. Die meisten kommen damit klar und verstehen mich auch. Ja, und ich höre auch so ein bisschen noch so einen leichten schwäbischen Einschlag raus. Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich seit über 10 Jahren hier in der Nähe bin. Ja, im Schwarzwald gewesen die ganze Zeit und so Hundepension gehabt. Genau. Wir erzählen da vielleicht später nochmal was drüber. Aber jetzt kommen wir mal zum Whisky. Und zwar haben wir euch mitgebracht einen Glendronach 21 Parliament. Und die Sache ist so, wie man sieht, es ist nicht mehr arg viel in der Flasche drin. Und du warst so begeistert von dem Whisky, dass du gesagt hast, der ist super lecker. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir aber den letzten Rest noch aufbewahren, dass wir noch ein Tasting damit machen können. Ja, bevor er ganz verschwindet, ne? Bevor er ganz verschwindet. Und wir haben gedacht, das ist doch eigentlich, wäre es eine coole Sache, heute einen kleinen Bottle Kill zu machen. Und während ich jetzt mal die Whiskys einschenke, kannst du mal erzählen, was du für interessante T-Shirts trägst. Ah, okay. Also wenn man von mir noch was erzählen will, ich bin ein absoluter Metalhead. Ich habe heute extra nochmal Stallion angezogen und zwar einfach, weil ich ab und zu einfach mal präsentieren will, was ich so gerne höre. Und wir haben sicher ganz viele Metal-Freunde auch unter Whisky-Liebhaber. Und ich weiß nicht, ob ihr die Jungs kennt, die sind super. Die kommen auch aus dem Süden Deutschland und die machen richtig tollen Power-Speed-Metal. Und genau, ich wollte einfach sagen, hört doch mal rein. Ja, kleiner Gruß noch an die Jungs von Stallion. Ich meine, vielleicht sehen sie das Video ja irgendwie und freuen sich darüber. Heavy und Speed Metal eher, sorry, ich korrigiere. Ja. Entschuldigung, ich bin kein Metalhead. Nein, alles ich höre es auch ab und zu mal ganz gerne, Metal, aber natürlich nur die, was man halt so kennt, ne? Iron Maiden und paar kleine Sachen kenne ich auch, aber ich bin bei weitem kein Metalhead. Aber ich bin super erfreut, dass das jetzt doch so gut aufgegangen ist. Ich konnte das schwer abschätzen. Aber es ist für jeden jetzt noch was übrig geblieben, ne? Einen fetten Bottle Kill. Einen fetten Bottle Kill, aber bei dem Whisky lohnt sich's wirklich. Glendronach, 21 Jahre. Ich meine, die Destillerie kennt ihr wahrscheinlich. Liegt in den Highlands, so ein bisschen im Nordosten von Schottland und produziert seit vielen, vielen Jahren, genauer gesagt seit 1826. Mhm. Whiskys, vorzugsweise ausgebaut in Sherryfässern. Ich habe schon einiges von Glendronach hier probiert. Ich meine, ich blende hier mal oben die Infokarte ein. Da kann man mal sehen, was ich alles getestet habe. Mhm. Und da sind ein paar richtig, richtig tolle Tropfen dabei. Den 21er hatte ich auch schon vor ewigen Zeiten und jetzt wieder mal am Start gehabt. Aber er ist schwer zu kriegen inzwischen. Mhm. Der ist auch nicht gefärbt, ne? Nicht filtriert und hat aber keine Fassstärke. Nee. 48%. Genau, genau. Leider, leider. Ich habe eben noch mal im Internet geguckt, gibt es den wohl im Moment nicht mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die Flaschen, die man noch so bekommt, gehen so ab 140 Euro aufwärts. Was ich schade finde, weil das ist ein Hammer-Whisky. Es ist einer der großen Sherry-Monster-Patriarchen, wie auch immer man das sagt. Die ganze Zeit, 21 Jahre in Sherry-Fässern gelegen. Da kommt unfassbar Aroma rüber und ja, ich hoffe, dass sie ihn irgendwann mal wieder auflegen. Wäre sehr zu wünschen. Ja, was kann man noch sagen? Glendronach gehört dem Spirituosenkonzern Brown-Forman. Die machen leider vorzugsweise, oh Gott, ich hoffe, dass ich mir jetzt keine Feinde mache, aber ziemliche Plörre, Jack Daniels. Ja. Ich meine, gut, als Motorhead
Motorhead-Fan, ne? Als Motorhead-Fan. Nee. Also ich bin absolut Motorhead- und Lemmy-Fan, aber sind wir mal ehrlich, einen guten Whisky-Geschmack hat er nicht. Nein, was war es? Tut mir leid. Jackie Cola? Jackie Cola auf jeden Fall. Ja, also Jack gut. Daniels. Also auch. Aber ja, ich höre gerne die Musik, aber ich lasse mich jetzt nicht vom schlechten Whisky beeinflussen. Genau. Aber immerhin, sie haben ja dadurch Geschmack bewiesen, dass sie Glendronach gekauft haben und Ben Riach auch tatsächlich. Zwei gute Destillerien, zwei von den guten. Ja, und dann würde ich sagen, wenden wir uns mal diesem edlen Tropfen zu. 21 Jahre, 48, du hast die Eckdaten alle genannt. Die Farbe, ich halte es mal hier kurz in die Kamera. Wir haben noch eine zweite Kamera. Hammermäßig. Wirklich, wirklich schön. Naturfarben, nicht gefärbt. Ne? Und ein unfassbares Aroma, was man hier schon riecht. Ne? Die Farbe, typisch Sherryfässer. Ne? Super, ja. So richtig satt, voll Bernsteinfarben. So liebe ich das. Mm. Boah, meine Fresse. Also ich habe... Wie gesagt, einiges schon probiert von Glendronach. Ich weiß, ich erinnere mich, dass der 18-jährige Allardyce auch sehr, sehr gut ist. Benannt nach dem Firmengründer James Allardyce damals. Aber so gut wie der ist der Allardyce nicht. Also der hat so viel dunkle Früchte und Rosinen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Grandios. Ziemlich süß auch in der Nase. Super. Dunkle Schokolade. Auch, ja. Dunkle Schokolade, gut. Stimmt, habe ich auch. Mm. Und mit 48 Volumenprozenten auch eine super Trinkstärke, wie ich finde. Ja. Wir hatten mal darüber diskutiert, dass ja fassstarke Whiskys durchaus auch nur 48 Volumenprozente Alkohol haben können, wenn sie denn lange genug im Fass gelegen haben. Ne? Ihr kennt das mit dem Angel's Share, es verdunstet ja immer jedes Jahr ein bisschen, vorzugsweise Alkohol. Das heißt, mit den Jahren senkt sich der Alkoholgehalt ja immer stärker. Und dann kann es durchaus sein, dass so ein uralter Whisky vielleicht sogar mal unter die 40% rutscht. Was tragisch wäre, weil dann dürfte er nicht mehr Whisky genannt werden. Aber das ist bei dem nicht der Fall. Er ist weder fassstark, noch ist er irgendwie unter diese Marke gerutscht. Er ist wohl leicht verdünnt, aber bei 21 Jahren, denke ich mal, wenn man ihn jetzt nicht irgendwie verdünnen würde, wäre er vielleicht so bei, weiß nicht, 52-53%, wäre er schon so runtergekommen. Ne? Ja, sollen wir mal probieren? Auf jeden Fall. Super. Zum Wohl. Zum Wohl, zum Wohl, ihr. Boah. Ja. Oh, der ist gut. Mhm. Ich meine, wir wissen ja, dass er gut ist. Sonst wäre wahrscheinlich noch etwas mehr drin. Aber er ist jedes Mal aufs Neue wieder gut. Ne? Mhm. Das ist das Besondere. Der ist wirklich so ein unfassbar schöner Whisky. So ein richtig, also... Der bringt so alles mit, was ein Sherry-Fan begeistern kann. Ne? Auch diese Würze aus dem Holz, 21 Jahre Fässer... gehabt, Holz gehabt, der bringt diese tollen Tannine mit, so diese wieder Zartbitterschokolade. Süß, aber nicht zu süß. Ja, genau. Ja, ich mag es nämlich auch nicht, wenn sie so klebrig süß sind, stehe ich nicht so drauf. Mhm. Ich meine, ich habe auch Rums getestet, ne? Die werden ja teilweise nachgezuckert, aber da hast du dann so eine unangenehme klebrige Süße, das ist bei dem überhaupt nicht. Wow. Schade, dass man den nicht mehr so kriegt, ne? Mhm. Oder schwierig halt. Ja, man kriegt ihn halt im Internet, ne, aber man muss inzwischen echte Mondpreise zahlen. Ich weiß, dass ich ihn damals, als ich ihn gekauft habe, war er wohl noch regulär im Sortiment. Da war er auch nicht ganz billig, aber deutlich unter 100 Euro. Und jetzt sind wir halt bei 140 aufwärts. Ja, wer ihn noch nie gehabt hat und über das nötige Kleingeld verfügt, dem kann ich den tatsächlich ans Herz legen. Er hat so viel, er hat auch so... Fast sowas wie Rohrzucker. Also er hat schon auch so Rumaromen drin, finde ich. Ne? Mhm. Richtig schwer, satt, voll. Boah. Super Whisky. Ja, absolut. Und das Finish, also während ich jetzt hier so plappere, habe ich den immer noch im Mund. Ja, ich auch. Ne? Die Süße ist jetzt weg, aber was bleibt, ist immer noch diese Zartbitterschokolade, diese dunklen Früchte. Ja. Diese... bleibt lange noch, ne? Ja. Ich überlege mal die ganze Zeit, was sind das für Trockenfrüchte? Also so, vielleicht so getrocknete Pflaumen, Feigen, irgendwas in der Art. Kommt hin. Na? Boah,
starker Whisky. Glendronach, vielleicht gibt es ja mal wieder eine Charge. Ich glaube, dann werde ich mir mal ein paar Flaschen besorgen, weil der so gut ist. Ja, ja, das ist einer, der sich wirklich lohnt, im Schrank zu haben. Mhm. Aber wenn man ihn so schwer kriegt, ist natürlich nicht so einfach. Ne? Ist schade, ja. Und es wird immer schwerer, gute alte Whiskys zu bekommen. Der Markt ist inzwischen ziemlich überkauft. Und dann haben wir natürlich eine enorme Preissteigerung durch den Brexit, durch die Zölle. Und ja, was soll man machen? Ne? Aber umso schöner, dass man noch so einen Tropfen hat und den zu schätzen weiß und den mit euch teilen kann. Natürlich. Wir haben extra für euch einen Bottlekill gemacht. Genau. Also, passt ja irgendwie auch zum Metalhead. Ne? Ja. Bottlekill. Das ist cool. So, also... Ich weiß, dass sich manche darüber beklagen, wir sollen mit diesen Zetteln aufhören und die Bewertungen, aber ich habe das von Anfang an gemacht im Whisky Club und ich werde das beibehalten, weil es ist irgendwie inzwischen Tradition, ich werde damit nicht aufhören und ich schreibe ihm jetzt eine Bewertung rein, die sich, glaube ich, sehen lassen kann. So, ich reiß das mal ab, dann darfst du auch eine machen. Oh, ich hätte vielleicht Ladies First machen sollen, aber egal. Ich bin noch nicht so gewohnt, wieder mit jemandem zusammen Tastings zu machen. Mann, verzeihe mir bitte diese Unhöflichkeit. Nächstes Mal darfst du schreiben. Ich denke darüber nach, ob ich ihn verzeihe. In der Zwischenzeit nehme ich mal ein Schlückchen. Ja, echt gut. Mm. So, sollen wir zeitgleich enthüllen, was wir da für eine Wertung gegeben haben? 3, 2, 1. 1 und... Oh. Wo bist du? Sieht aus wie 92, aber es ist nur 95. 95, ich bei 96, da sind wir ja sehr dicht beisammen. Ja, ich hatte ja dem Cory meinen Lieblingswhisky schon 95 gegeben. Ja. Und ich konnte jetzt nicht drüber gehen. Er schmeckt super, er schmeckt wirklich super. Man schmeckt einen Sherry richtig raus und ich finde ihn grandios. Aber ich wollte jetzt nicht über den Cory gehen, im ersten Moment. Ich denke noch. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Eine ganz andere Hausnummer. Ich meine, Sherry-Whiskys sind eine eigene Marke und rauchige Whiskys sind eine andere Marke. Und, das muss man nicht unbedingt gegeneinander aufrechnen und so. Beide haben ihre Qualitäten. Ja. Ne? Bei mir hat es ja tatsächlich ja mit rauchiger Whisky angefangen, wie ich schon mal erzählt habe. Mhm. Aber ich komme auch immer mehr auf den Sherry zu. Also es ist so, ich weiß, ich kann das gar nicht beschreiben, warum. Ja gut, ich meine, es ist natürlich ein besonderes Geschmacksextrem. Ja. Ne? Mit dem Kavalan hat es angefangen. Mit dem Kavalan hat es angefangen. Ja, tatsächlich. Vielleicht testen wir auch nochmal einen Kavalan hier. Irgendwann mal. Ja. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr Spaß hattet, wenn euch das gefallen hat. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst und es scheint ja jetzt wirklich auch regelmäßiger mal Tastings wieder zu geben. Wir haben das in den diversen Facebook-Gruppen gepostet, angekündigt und so und die Vorfreude war allgemein groß. Dann haben wir gesagt, komm, lass uns das wieder machen. Das macht einfach Spaß und in diesem Sinne hoffentlich sehen wir uns wieder. Tschüss, ihr Lieben. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Kanal abonnieren und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dann kriegt man wieder regelmäßig eine E-Mail, wenn das neue Video hochgeladen ist. Und so. Dann sagen wir einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.